Wie wird eigentlich ein objektorientiertes Programm abgearbeitet? Wir sehen auf der linken Seite eine Klasse Circle mit einem Konstruktor und drei Methoden und rechts die in Processing übliche Setup-Routine, die wir dazu nutzen, zwei Instanzen zu bilden, ein bisschen Kleinigkeit zu berechnen und etwas zu zeichnen. Der Witz bei der Erklärung wird sein, dass wir sogenannte Speicherkarten einführen. Und für die gelten zwei Regeln. Die erste Regel ist, wir produzieren immer dann eine Speicherkarte, kommt also eine neue hier ins Spiel, wenn wir eine Methode aufrufen. Und die zweite Regel ist, wir legen eine Speicherkarte an, wenn der New-Operator, also hier an dieser Stelle und an der, wenn der New-Operator zum Einsatz kommt. Legen wir mal los. Die Setup Methode wird aufgerufen. Das hier ist einfach das Klassenkonstrukt, wird intern angelegt. Genau genommen wird dafür auch eine Speicherkarte angelegt, aber da müsste ich das Ganze hier einfach übertragen. Die Setup-Methode wird aufgerufen vom Processing und was passiert? Wir legen eine Speicherkarte an. Die Speicherkarte to Setup. Zuerst wird die Größe des Ausgabefensters gesetzt. Gut. Und hier haben wir Circle C1. Also C1, die Variable, wird gesetzt auf, in unserem Speicherkärtchen müssen wir jetzt einen Wert eintragen. Und hier setzt die zweite Regel an. Sobald der Konstruktor New auftaucht, müssen wir wieder eine Speicherkarte anlegen. Tun wir das. Wir haben die Instanz eines Kreises, Instanz von Circle und geben der Karte eine Nummer. Und hier wird der Konstruktor aufgerufen mit diesen Werten 290 und 30. Konstruktoraufruf ist wie ein Methodenaufruf. Das heißt, auch hier müssen wir jetzt ein Speicherkärtchen anlegen. Ich beschrifte das Kärtchen jetzt nicht weiter, weil wir das Kärtchen gleich schon wieder entsorgen werden. Float x, Float y, Float r. Also wir haben die Variablen x, y und r. Die werden mit 290 und 30 gesetzt. Also gleich 200, gleich 90 und gleich 30. Und jetzt gibt es noch eine kleine Spezialität, dass wir etwas einführen bei einem New-Operator, nämlich ein neues Objekt, diese Instanz, die wir eben eingeführt haben. Und das ist this. This ist gleich unser Kärtchen Nummer 1. So. Wir haben also hier schon angefangen, das anzulegen, aber jetzt passiert Folgendes. In diesem Konstruktor wird auf Kärtchen Nummer 1 der x-Wert gesetzt auf x, auf die 200. Wir können das also hier eintragen. X ist gleich 200. Und auf Kärtchen Nummer 1 wird auch this.y, also der Wert y auf diesem Kärtchen, gesetzt auf dieses y, 90, gleich 90. Und zu guter Letzt this.r, also wieder this auf Kärtchen Nummer 1, r bekommt den Wert r, den wir hier übergeben haben, die 30. Wenn wir fertig sind mit einer Methode, hier dem Konstruktor, dann wird die zugehörige Speicherkarte verworfen. Die werden wir entsorgen. Jetzt haben wir die Instanz von Circle erzeugt und müssen nur noch angeben gleich C1, also kommt hier auf unser Kärtchen gleich Hash 1, weil dort steht die ganze Information zur Instanz von diesem Kreis. Es geht weiter. println area of C1 gleich C1 area. Das wird wieder ausgegeben, der String auf der Konsole. C1 ist das hier. C1 sagt, guck auf Kärtchen 1.
Da steht aber nichts von einer Area. Methoden schlagen wir dann nach bei der Klasse. Weil wir wissen, dass das eine Instanz von Circle ist, können wir hier nachgucken, suchen Area heraus und rufen das jetzt auf. Wieder wird ein Kärtchen angelegt, Area. Da aber nichts übergeben wird, ist das relativ unspektakulär. Wir müssen uns jetzt nur merken, this ist gleich Kärtchen 1. Das wird implizit bei solchen Aufrufen, c1.area, wird this auf diesen links neben dem Zugriffsoperator liegenden Instanzwert this gesetzt. So, und dann ist pi mal r mal r. R muss jetzt aufgelöst werden. Wir haben diesmal nicht den ausdrücklichen Hinweis mit this, also müssen wir einfach mal nachgucken. Gibt es bei this irgendetwas, was R heißt? Ja, in der Tat, es sind die 30. Also ist das Pi mal 30 mal 30 und das wird zurückgegeben als Fließkommazahl. Wenn wir mit Area fertig sind, wird das Speicherkärtchen zu Area wieder entfernt. Wir haben die Ausgabe gemacht, haben den Wert angegeben, fertig. Die nächste Zeile, wieder ein Konstruktor und auf unserem Kärtchen für C Setup müssen wir C2 anlegen und das ist gleich und wir müssen unser weiteres Kärtchen bemühen, eine Instanz von Circle und das ist unsere Nummer 2. Dieser Konstruktor wird mit den Werten 230, 70, 40 aufgerufen. Gucken wir in der Nachklasse nach. Hier ist der Konstruktor. Wir müssen wieder ein Speicherkärtchen anlegen, wo wir jetzt wieder x, y, r eintragen. Den Prozess haben wir eben durchlaufen. Und dann setzen wir das entsprechend hier auf dem Kärtchen. Ich kürze den Weg gerade etwas ab. X ist gleich 230, Y ist gleich 70 und R ist gleich 40. Das Speicherkärtchen kommt dann weg, wenn wir hier durch sind. Wie gesagt, ich habe es leer gelassen, damit ich jetzt ein wenig flotter bin. Wir sind immer noch in dieser Zeile C2 und hier wird auch unser Guck-nach-Speicherkärtchen 2 eingetragen. Die Zeile ist jetzt auch fertig. Sie sehen, wir haben zwei Speicherkärtchen mit unseren zwei Instanzen und die aktuellen Werte der Variablen unter Setup. Wieder println, Verfahren genauso wie eben von der Instanz C2. Also genauer hätte ich sagen sollen, die Variable C2, die auf das Speicherkärtchen mit der Instanz von Circle schaut, die hier, rufen wir die Methode Area auf. Wir müssen also nachschauen, gibt es unter den Instanz Circle eine Area? Ja, die gibt es. Neues Speicherkärtchen anlegen. Wieder R nachschauen auf diesem Zettelchen, auf unserer Speicherkarte. 40, also Pi mal 40 mal 40 wird zurückgegeben. Gut. Nächste Zeile. If C1 overlaps with C2, dann passiert etwas. Wir müssen jetzt diesen Ausdruck hier auswerten. C1, wissen wir, ist Kärtchen 1. Dort wollen wir die Methode overlaps with. Wir müssen die nachgucken. Sie existiert hier unten. Und wir haben einen Übergabewert C2. Wir müssen für overlaps with wieder ein Kärtchen anlegen. Ich schreibe den Namen Overlaps With jetzt nicht hier drauf. Und C ist gleich, das ist dieser Wert übergeben worden, C2. C2 schauen wir nach, C2 ist Kärtchen 2. Also ist C Kärtchen 2 mit dem Hash 2. Und jetzt gucken wir hier nach. Das dürfen wir nicht vergessen. This ist gleich, Sie erinnern sich, wann immer wir eine Methode aufrufen, this wird immer auf den Wert gesetzt von dem Objekt, von der Instanz links vom Zugriffsoperator. Das ist C1, gucken wir C1 nach, Hash 1.
Jetzt können wir diese Zeile auflösen, die letzte Zeile hier unten, nämlich die Distanz this.x, also schauen wir unser Kärtchen 1.x 200 und this.y, die 90 werden dort eingetragen und hier c.x, c ist Kärtchen 2. Punkt x 230 cy, wieder Kärtchen 2, die 70y. Die Werte werden eingetragen, das sind die Mittelpunktswerte. Die Distanz wird berechnet und die muss kleiner this.r, also this r, sorry, die 30 plus c.r sein, c, Karte 2, r sein. Und dann bekommen wir true oder false raus. Ich habe das jetzt nicht im Kopf und nicht ausgerechnet genau. Und dann sind wir auch mit dieser Zeile fertig. Und C1 Draw und C2 Draw ist jetzt relativ unspektakulär. Wieder gleiche Regel. Wir rufen Draw auf. Hier drüben legen ein Speicherkärtchen an, tragen da auch unser D rein. C1 für this. Und dann können wir das hier alles ausführen. Die Ellipse wird gezeichnet und hier die andere Ellipse. Also nochmal zur Erinnerung. Das Verfahren ist ziemlich simpel. Wir haben einen ganz einfachen Regelsatz. Du rufst eine Methode auf oder der New-Operator kommt zum Einsatz und wir legen ein Speicherkärtchen an. Sind wir damit fertig, also auch hier am Ende von Setup, dann wird auch die Speicherkarte zu Setup entfernt und ist weg. Und jetzt der Witz bei der ganzen Geschichte ist, weil jetzt keine andere, die muss ich auch noch entfernen, die war von Overlaps With, da jetzt keine andere Karte mehr auf diese zwei Kärtchen, Speicherkärtchen verweist, werden die auch einfach entfernt. Weil es gibt niemanden, der sie mehr brauchen würde. Das war's. Vom Prinzip einfach. Man muss lernen, das im Kopf genauso mitzuführen. So arbeitet Ihre Java Virtual Machine im Hintergrund, auch bei Processing.